Herzlich willkommen in unserem Nähzimmer. Ich bin Tanja und ich zeige Ihnen heute die Verwendung der Foil Quill Heizstifte im Brother STX 1200. Sie können diese Stifte auch in anderen Brother Modellen verwenden und auch in den weiteren gängigen Schneideplottern. Für jede Firma befindet sich der passende Einsatz in der Packung. Mit den Foil Quill Heizstiften können Sie die Folie auf Papier, Leder, Kunstleder oder Moosgummi übertragen. Je nach Motiv und verwendetem Material können Sie unterschiedliche Spitzenstärken verwenden. Sie erhalten die Foil Quill Stifte in Fein, Standard und in einer dicken Spitze oder im Starter-Set mit allen drei Spitzen und zusätzlich noch Folien. Wir zeigen Ihnen die Verwendung der Stifte an einem Freebie, das Sie bei uns im Shop herunterladen können. Sie finden den Link dazu in der Infobox. Bei dieser Nähmaschine haben wir auf Moosgummi gearbeitet mit der dicken Spitze. Hier haben wir auf Kunstleder gezeichnet mit der Standardspitze. Und hier auf durchsichtigem Vinyl mit der feinen Spitze. Wir verwenden für unser Beispiel Papier und benutzen daher die leicht klebende Schneidematte. Rollen Sie Ihr Material fest und dann können Sie die Foilquillfolie aufbringen. Diese wird mit Masking Tape am Papier befestigt. Sorgen Sie dafür, dass die Folie fest und gespannt faltenfrei auf dem Papier aufliegt. Um Ihr Motiv genau platzieren zu können, scannen Sie die Matte. Sollten sich die Ecken des Papiers trotz Festrollen lösen, können Sie sie mit einem kleinen Stück Masking Tape befestigen. Jetzt können Sie Ihr Motiv beliebig auf der Folie platzieren. Wenn Sie Ihre Matte gescannt und Ihr Motiv platziert haben, ist es an der Zeit, den Heizstift vorzubereiten. Sie benötigen für die Heizstifte ein USB-Netzteil und für die Brother-Plotter den Adapter B. Dieser wird auf den Heizstift geschraubt. Laut Anleitung können Sie Ihren Stift im Gerät aufheizen und Ihre Matte mit einem Metallspatel vor Überwärmung schützen. Wir heizen die Stifte lieber in einer Schale auf. Auch nach dem Zeichnen nehmen wir den Stift immer aus dem Gerät. Wenn der Stift angeschlossen ist, beginnt oben eine LED-Lampe zu leuchten. Das Aufheizen des Stiftes dauert ca. 5 Minuten. Die Foil Quill Heizstifte werden genauso verwendet wie alle anderen Stifte auch. Sie benutzen am Plotter die Einstellung Zeichnen. Die Einstellungen können Sie bei Papier vom Druck her auf 0 stehen lassen. Die Zeichengeschwindigkeit sollte auf 2 reduziert werden. Haben Sie Aussetzer bei den Linien, verringern Sie die Zeichengeschwindigkeit und erhöhen Sie den Druck. Nun können Sie mit dem Zeichnen beginnen. Wenn Sie den Heizstift einsetzen, achten Sie darauf, dass der Buchstabe B nach vorne zeigt und das Kabel sich frei bewegen kann. Thank you.
Nach dem Zeichnen nehmen Sie den Heizstift aus dem Gerät. Möchten Sie Ihr Projekt weiter bearbeiten, so wie bei unserem Freebie, das anschließend noch geschnitten werden kann, nehmen Sie die Matte nicht aus dem Plotter. Entfernen Sie nur die Foilquillfolie. Setzen Sie dann das Automatikschneidemesser ein und schneiden Sie Ihr Motiv aus. Jetzt können Sie die Matte entladen. Und schon ist Ihr Foilquill-Projekt fertig. Sie können mit den Foilquill-Heizstiften auf unterschiedlichen Materialien arbeiten. Schöne Effekte erzielen Sie auf Snap-Pap, Kunstleder oder auch Leder. Bitte beachten Sie, je dicker Ihr Material ist, desto geringer muss der Druck am Gerät eingestellt werden. Tipps zu den richtigen Einstellungen finden Sie auf www.nähratgeber.de. Sie finden bei uns im Shop verschiedene Farbzusammenstellungen von den Folien oder die Farben Gold, Silber und Roségold in Einzelpackungen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit den Foilquill-Heizstiften und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, hinterlassen Sie uns ein Like.